Dieses Jahr war ich natürlich für euch auch wieder auf der Form Next mit am Start. Gesundheitlich bedingt leider Gottes nur 1,5 Tage. Deswegen habe ich versucht, so viel wie möglich in diese 1,5 Tage reinzupacken. Und wir werden uns in diesem Video mal einen kleinen Überblick darüber verschaffen, was denn alles auf der Form Next los war. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Mekorama.de. Kaum war ich in der Messe drin und habe quasi im Foyer auf meinen Geschäftspartner und auf den Patreon gewartet, sind mir die Jungs von Locker zufälligerweise über den Weg gelaufen. Und ich muss sagen, ich war wirklich überrascht, als die mich dann erkannt haben und gemeint haben, hey, du bist doch die Maggie von Mekorama.de. Coole Videos, haben wir deinen Kanal abonniert. Wir haben noch mal ein bisschen gequatscht. Das hat mich echt gefreut, euch kennenzulernen, auch mal in Persona kennenzulernen. Und dann sind wir erstmal zu unserer ersten Station gegangen, nämlich den Stand von Elegoo. Dort habe ich mir natürlich wollen den Elegoo Orange Storm Giga anschauen. Den habe ich auf Kickstarter unterstützt und bin auch schon ganz heiß auf den Drucker. Wer noch nicht weiß, was das für ein Drucker ist, das ist ein, naja, ich sag mal, Big Wrap Drucker in dem Sinne. Und wem der Neptune 3 Max oder 4 Max zu klein ist, der ist beim Giga entsprechend richtig. Insgesamt hat der Drucker ein Bauvolumen von 800x800x1000 mm. Eine Baugröße von dem ganzen Drucker liegt bei 1200x1000x1377 mm ungefähr. Ich blende euch die genauen Maße nochmal hier unten ein. Und das ganze Teil wiegt knapp 90 Kilo. Das ist also auch nicht ganz leicht. Aber man kann darauf natürlich mit 4 Druckköpfen arbeiten. Es ist kein IDEX-System momentan vorgesehen. Aber es ist schon mal ziemlich cool. Das Ganze läuft auch mit Clipper. Ein detailliertes Video darüber mache ich euch gerne nochmal im Anschluss über den Drucker. Ich finde das System ziemlich genial. Mehr dazu gibt es wie gesagt später. Von dort aus bin ich auf die gegenüberliegende Seite zum Stand gelaufen. Dort gab es nämlich gleich 2 Sachen zu sehen. Nämlich einmal richtig cooles Filament, wie ihr sehen könnt. Das war jetzt leider Gottes die einzigste Probe, die ich abstauben konnte. Da werde ich gleich im Anschluss ans Video nochmal ein bisschen was drucken und euch dann die Ergebnisse nochmal als B-Roll hier einblenden. Und ich muss sagen, wie ihr sehen könnt, die Farbkombination hier in dem Sinne mit diesen Pastelltönen, mit diesem Mintgrün und diesem zarten Rosa finde ich schon ziemlich cool. Und die hatten eine ganze Wand voll mit 2-farbigen, 3-farbigen oder auch gar 4-farbigen Filamenten in allen möglichen Variationen. Also auch mit Silky, mit Glitzer und. Fand ich ziemlich wild. Ich habe da auch die Dame von Filament Stories gesehen, wie sie dort entsprechend gerade Videos gedreht hat. Das fand ich auch ziemlich cool, dass dort viele YouTuber unterwegs waren. Stefan von CNC Kitchen habe ich auch gesehen. Den habe ich mal in Playgroup in die Hand gedrückt. Zum Playgrow gibt es am Ende des Videos auch nochmal ein paar Neuigkeiten. Das ist natürlich auch was Schönes. Und dann sind wir von dort aus direkt an so einen kleinen Nebenstand gegangen. Dort gab es nämlich einen Anbieter für kleine Steuergeräte für Drucker, die über ein ESP32 quasi eine Printfarm realisiert haben. Das heißt, die haben einmal einen Drucker, der an der X-Achse einen ESP32 mit einer eingebauten Kamera drin hatte und darüber dann den ganzen Drucker fernsteuert. Und die haben jetzt gerade ein Produkt, was sie auf den Markt bringen, wo jetzt demnächst im Dezember, wenn ich mich richtig erinnere, ein neues Gerät rauskommt, mit dem man jeden Mal den Drucker sozusagen, auch ein Clipper-Drucker hat es gehießen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist erstmal dahingestellt, aber mit dem man erstmal jeden Mal den Drucker anschließen und damit fernsteuern kann und ihn sowas sozusagen in seine Printfarm integrieren kann. Das Interview dazu folgt natürlich auch in den nächsten Tagen. Die nächste Station war dann bei Plasmix und dort hatte ich das Vergnügen, mit dem CEO zu sprechen. Und er hat uns dort ein sehr interessantes Produkt gezeigt, nämlich ein induktionsbasiertes Hotend. Das ist natürlich jetzt noch nichts von der Preiskategorie her für den Otto-Normalverbraucher, weil es irgendwas zwischen 300 und 400 Euro kosten wird am Schluss. Aber man kann damit innerhalb von 4 Sekunden das Hotend von 0 auf 215 Grad aufheizen. Und das finde ich schon mal sehr interessant. Ich habe Preisinformationen angefragt und auch einen Katalog angefragt, Bestellding und alles drum und dran, wenn ich das habe. Und wenn wir uns da irgendwie einig werden, versuche ich mal so ein Hotend zu besorgen, dass wir das mal hier in einem Drucker verbauen können. Das ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Die haben das dort vor Ort gezeigt mit einem VarioShore-Filament, also mit einem flexiblen Filament, was unter verschiedenen Temperaturbedingungen die Eigenschaften ändert, also von fest zu flexibel. Und man konnte dort sehen, die haben dort solche kleinen Köpfe entsprechend gedruckt, die dann an der einen Stelle weich und an der nächsten Stelle wirklich hart waren. Das war schon ziemlich cool und von dort aus sind wir weiter zu Recyclingfabrik gelaufen. Genau, wir haben letztes Jahr schon die Recyclingfabrik auf der Form Next gesehen. Ihr habt gesagt, ihr würdet mal gerne ein Interview sehen und euer Wort ist mir Befehl, deswegen habe ich mit denen gesprochen. Die haben mir auch eine
naja, eine kleine Filamentprobe mitgegeben. Ich habe erstmal einen Fehldruck gehabt hier von dem kleinen Drachen. Den Link zu dem Drachen packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ist von STLFix. Und deswegen ist hier oben noch mal ein bisschen weißes Filament drin, weil es einfach nicht ausgereicht hat. Aber ich muss sagen, das Material druckt sich wirklich gut. Und wer jetzt noch nicht weiß, was die Recyclingfabrik überhaupt macht, nun, ihr könnt dort euer PLA oder PETG und in Zukunft vielleicht auch ABS-Material einsenden. Am besten natürlich vorsortiert. Oder aber auch eure Leerspulen einsenden. Und dafür kriegt ihr dann Punkte. Und für diese Punkte könnt ihr dann Material kaufen, was aus eurem eingesendeten Material quasi recycelt wird. Nicht direkt aus dem Material, was ihr eingesendet habt, aber aus dem Material, was insgesamt eingesendet wird. Das mixen die dann nochmal ein bisschen mit verschiedenen Farbpartikeln, also mit einem Masterbatch und nochmal ein bisschen neuem Material, damit das Ganze auch wirklich am Schluss druckbar und wiederverwendbar ist. Aber die Idee ist ganz cool, dass ihr quasi euer Material einsenden könnt, dafür einen Gegenwert bekommt und somit eure Supportmaterialien oder Fehldrucke natürlich auch nochmal einen Verwendungszweck finden. Unsere letzte Station auf der Formnext hatten wir dann bei Apex Maker und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war positiv überrascht, dass ich die dort gesehen habe. Ich hatte ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet und die auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und wer sich jetzt fragt, Moment, Apex Maker, der Name sagt mir was, den kenne ich irgendwoher. Ja, die haben auf Kickstarter einen ziemlich genialen Resin-Drucker rausgebracht und die Werte waren mir ein wenig zu gut, um wahr zu sein. Und da habe ich direkt müssen an den Hi-Tri Rocket One denken und ich habe mir gesagt, ich möchte mir nicht nochmal die Finger verbrennen. Deswegen habe ich bei der Kickstarter-Kampagne nicht mitgemacht und war deswegen positiv überrascht, dass ich einen Herrn aus England getroffen habe, der mir dann bereitwillig den Drucker erklärt hat und nicht nur den großen Drucker, den wir von der Kickstarter-Kampagne kennen, sondern auch den kleinen Bruder, der Ende des Jahres rauskommt und dazu nochmal die Wash and Cure Station, die ich mega genial finde, muss ich ehrlich gesagt sagen. In Aktion habe ich die Geräte noch nicht gesehen. Ich versuche nochmal den Kontakt zu denen aufzubauen, dass wir vielleicht nochmal das ein oder andere Testgerät bekommen. Und das war im Groben und Ganzen die Interviews, die ich auf der Formnext geführt habe. Die Videos dazu werden in den nächsten Tagen, sofern die Audioqualität stimmt und die Videoqualität entsprechend stimmt, natürlich Stück für Stück online gehen. Wer das also nicht verpassen möchte, abonniert gerne den Kanal. Nebenbei haben wir auf der Formnext natürlich kleine und große Veröffentlichungen nochmal gesehen. Es gab einmal einen richtig großen 3D-Drucker. Neben diesen Interviews haben wir natürlich versucht, uns nochmal so viel wie möglich vor Ort anzuschauen. Da gab es wirklich schöne kleine, aber auch große Projekte, die sehr lohnenswert waren, sich mal in Persona anzuschauen. Unter anderem zum Beispiel mal diesen großen Roboter-3D-Drucker sozusagen, der Häuser mit Beton druckt oder Objekte mit Beton druckt und wenn er fertig ist, sich quasi zusammenfaltet und dann aus der Tür rausgefahren werden kann, aus dem Haus, was er gerade gedruckt hat. Das finde ich persönlich sehr genial. Leider hatte ich nicht die Möglichkeit gehabt, entsprechend aufgrund der knappen Zeit mir die Vorstellung anzugucken, wo sie entsprechend nochmal was drucken, also eine Wand oder irgendwas in der Richtung. Ich fand aber trotzdem das Konzept ziemlich genial. Es gab wieder jede Menge Großformatdrucker, aber auch Kleinformatdrucker, die man sich vor Ort angucken konnte. Es waren überraschenderweise sehr viele Filamenthersteller vertreten, mehr als letztes Jahr. Das fand ich persönlich sehr positiv. Das heißt also, es war auch schon eine Bewegung in Richtung Consumer zu merken. Und das war an sich erst einmal die Formnext. Last but not least habe ich euch noch ein paar Neuigkeiten in Bezug auf den Playclue versprochen. Und während ich über die Formnext gelaufen bin und dort quasi potenzielle Geschäftspartner akquiriert habe, habe ich eine E-Mail vom TÜV bekommen und wir haben jetzt endlich die Freigabe vom TÜV und sind gerade dabei, die Kalkulation final aufzustellen, das Datenblatt alles entsprechend fertig zu machen und die erste Bestellung für den ersten Händler soweit auch vorzubereiten, damit ihr entsprechend bald dann bei dem Händler bestellen könnt. Wenn es soweit ist, gibt es natürlich auch nochmal Informationen hier auf Twitter, Instagram und Co. für euch, dass ihr wisst, dass das Ganze jetzt bestellbar ist. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert bitte den Kanal, falls ihr noch nicht der Makorama Family beigetreten seid. Vielen, vielen lieben Dank auch an meinen Sponsor PCBWays. Und natürlich auch ganz vielen herzlichen Dank an meine Patreonen, die mich zahlreich unterstützen und die es natürlich auch möglich machen, dass ich zum Beispiel euch demnächst ein Video über den Orange Storm Giga zeigen kann. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hodl's und ein Happy Printing und ciao!